Hallo Freunde von meiner Whisky, einmal aus seinem Whisky-Forum. 5 Minutes. Patient des heutigen Abends, ein McNean. Und zwar ein spezieller. Ein Organic, sind sie alle. Aber einer aus der Serie Cried Rebels, aus den stillen Rebellen. Und das ist die Lorna. Da könnt ihr hier unten so ganz schwach letztendlich das irgendwo wahrscheinlich da in der Kartonage erkennen. Noch einer derer, die so eine tolle Verpackung letztendlich bekommen haben. Also ich muss ehrlicherweise gestehen, die finde ich richtig toll. Einmal, dass sie natürlich so farblich wirklich super gestaltet ist, gibt es eine Menge Informationen da drauf. Bei der Original ist nochmal die Insel letztendlich drauf mit abgebildet, darunter. Hier ist nochmal die Erklärung, dass sie die stillen Rebellen sind und hinten nochmal eben halt eine Erklärung der Serie, was es da eben halt mit auf sich hat. Der ein oder anderen von euch machen das vielleicht in Standbild und dann können sie sich da durchlesen. Aber, ich mag das, was dort letztendlich kundgetan wird, wie grün die sind. Ja, also das ist die erste Zero Null Emission Distillerie Schottlands. Von einer Frau ins Leben gerufen und die machen da tolle Sachen. Über die Geschichten, was jetzt wirklich Grünes und Zero-Null-Emission, habe ich so meine eigene persönliche Einstellung. Das ist für mich jetzt erstmal zweitrangig. Ich finde das gut, wenn man möglichst guten Fingerabdruck hinterlässt, der nicht irgendwo, sage ich jetzt mal, Ressourcen letztendlich ohne Ende verschwendet. Aber de facto ist ganz einfach auch, wenn ich jetzt hier meine gesamten Heizanlagengeschichten dort eben halt mit Holzpellets befeuer. Ja, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, aber in der Menge, wenn man Whisky produziert, finde ich das schon merkwürdig. Ja, also das ist alles, was man verfeuert, ist für mich nicht unbedingt direkt nicht grün. Muss ich einfach so, habe ich so eine grundehrliche eigene Einstellung. Wenn man da irgendwie andere Wege hätte, fände ich es wirklich fair. Aber aktuell nach Regularien ist es so. Aber was ich halt einfach auch gut finde, die haben hier Flaschen. Und ich habe das ein oder andere Mal schon erzählt. Auch zu einer anderen Geschichte eben halt, wo das gemacht wird. Aber hier, die McNean Distillerie macht das auch. Hier haben wir jetzt eine dunkle, blaue Flasche. Bei den normalen aus der Standardserie, die aktuell noch mit Batches sind. Ich weiß, es kommt jetzt eine Änderung mit einer anderen Bezeichnung letztendlich auch als Standardabfüllung, weil man so ein bisschen die Rezeptur verändert, wahrscheinlich auch, weil man andere Fassgeschichten letztendlich hat, ist es so, dass hier die Distillerie eben halt auch auf Restglas der Glasproduktion zugreift, was normalerweise sonst, in den Ausschuss gehen würde. Das heißt also, wenn Umstellungen von Farben, andere Geschichten letztendlich in so Glasproduktionsanlagen geschehen, kommen nicht immer gleiche Farben von den Flaschen raus. Teilweise eben halt auch dann eben halt mit Blasen oder sowas. Man würde sagen, minderwertige Qualität. Aber diese Bruchgeschichte letztendlich, die in solchen Glasproduktionsstätten stattfinden, haben die gesagt, die nehmen wir euch ab. Somit das eben halt dort eben halt auch mit einer grünen Gedankengang eben halt nicht unnötig Energie verschwendet wird, weil die Anlage ist da, das Glas ist da, das muss eigentlich nur gepresst werden, nur die Farben sind für die vorher bestellten Geschichten anderer, Bezugsfirmen nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann kommt eben halt vielleicht mal mehr was Blaues, mehr was Grünes oder Blassgrünes oder Blassblaues oder manchmal halt auch Schwarz oder sonst was bei raus. Das ist denen egal, die versehen das mit ihrem zusätzlichen Druck, was sehr schön ist. Und von daher ist die Idee eben halt, solch Überproduktion mit einer falschen Farbgebung trotzdem zu nutzen, finde ich gut. So, normalerweise haben wir bei den Geschichten von McNean auch 46 Volumenprozent. Hier diese Special-Abfüllung hat 48,5 Volumenprozent. Immer viel Informationen letztendlich auch auf der Flasche drauf. Interessant finde ich ganz einfach hier, made by nature, not by rules, ne? Was haben wir hier? Say it, McNean, drink it as you like.
Our Favorite Whiskey Six. Ah, also die machen jetzt eben halt auch eine Mischung daraus, ne? Six Part Nexenin, vier Part Soda, over Ice with Mint Spring. Dann heißt also zwei Parts Nexenin, vier Part Soda und ein Mint-Zweig dort letzter Minze-Zweig da rein. Small Batch Whisky. Also immer auch ein Rezept drauf, was man mit dem Whisky mischend machen kann. Wir sind eigentlich dafür, dass wir das so trinken und nicht unbedingt mischen. Aber ich sag mal, den einen oder anderen Whisky kann man auch mal mischen. Ja, also auch da in der Szene wird sowas gemacht letztendlich. Ne? Jetzt gehen wir mal dran hier. Oh. Asche über mein Haupt. Ich habe mich jetzt nicht eingelesen, was für eine Fasskombination Mischung hier ist. Aber ist für mich. Hier ist ein bisschen auch was, manchmal auch gut so, ne? Hier ist nicht nur Bourbon, hier ist nicht nur SDR, hier ist noch irgendeine Weinnote. Lesen wir mal. Vielleicht finden wir noch was hier. All the road, what is Lorna? Haha, gucken wir mal an. Ich habe schon gedacht, also hier ist noch mal irgendein Weinfass letztendlich mit drin. Expinode Schorrent. Kann man auch geil spielen. Charentescas. Also Pinot de Charentes. Ich muss mich im Nachgang mal schlau machen. Aber das merkt man. Da ist eine andere Note drin. Schön. Schön für mich jetzt schon mal zum Riechen. Muss man mal dran gehen, ne? Weich im Mund. Ich habe jetzt ganz andere Noten, als ich sonst mit den Standard-Batches, die ich sonst von Neckny kenne im Munde. Schön. Hier sind diese Weinnoten. Hier kommen jetzt die Eichennoten durch. Ein bisschen hätte ich jetzt gesagt, gehabt auch Beeren. Keine direkte Schärfe. Mehr so zuckrige schwarze Johannisbeerennoten. Also eingezuckert, wenn ich die in der Marmelade habe, wenn ich das selber mache. Meine Frau ist manchmal diejenige, die ich es unbedingt gerne hat, wenn ich damit das, was schwarze Johannisbeere mit Rauch mische. Also nur so ein Hauch von Rauch ist jetzt hier so mit drin. Das ist eben halt kein Rauch, das wird Barrel Char sein, weil die pieten ihr Malz nicht, weil sie dementsprechend grün sein wollen. Aber man kann auch Peaty-Aromen durchs Holz kriegen. Das ist so ein bisschen hier. Also so ein Barrel Char. Diese weinige Note ist jetzt im Glas so. Nachdem er das im Mund hatte, ein bisschen weniger zu riechen. Hier sind wirklich so diese süßen, vanilligen Noten letztendlich da. Also eine interessante Fasskombination, ähnlich wie ich die so ein bisschen bei der Rasé-Geschichte hatte. Also da muss ich sagen, blind hätte ich wahrscheinlich hier gesagt, ich habe mal auf Rasé in der Nase jetzt. Also toll. Aber smoother, weicher. Der Rasé war für mich ruppiger. Und ein bisschen mit mehr Rauch noch. Das ist jetzt weniger. Also das ist hier. Also wie gesagt, die haben keinen Rauch. Da ist ein gewisses Holzmoment letztendlich hier von den Fässern. Ist da für mich schön. Dann habe ich bei einer Blindverkostung im Adventskalender-Tasting gehabt, wo ich auch einen Lignin hatte. Ich aber nicht weiß, welche Batch das war. Wo ich gedacht habe, boah, hier merkt man Holznoten. Hier ist. Muss ein älterer, mindestens irgendwie so 10, 13 Jahre. Und dann hole ich raus und denke nie, ne? Und denke so, Also auch da kann man eben halt mit einem Fasseinsatz schon eine Menge machen. Schön. Der gefällt mir. Von daher ist das jetzt so eine Vorab-Test für mich gewesen. Kann ich den irgendwo einsetzen? Vielleicht findet der doch noch in Tasting. Maybe im Februar vielleicht. Von daher sage ich, hoffe, es hat Spaß gemacht. Für mich Whisky so.
ein oder zwei Daumen. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, ich denke da auch immer so, das ist ein Whisky eben halt, der noch jung ist. Aber der hat, mir gefällt er. Also von daher bin ich begeistert. Wenn ihr den im Glas hattet, lasst mal eine Info da. Würde mich freuen, eure Infos dazu zu kriegen. Oder vielleicht auch eben halt zu einer der vorherigen Serien. Zum Teil werden die echt extrem teuer gehypt. Ich finde aber jetzt noch, ich spreche jetzt hier nicht über Preise, von bei mir ist der noch zu einem okay Preis zu bekommen. Also nicht jetzt irgendwie abgedreht. Für einen jungen Malt immer noch teuer, ja, aber nicht jetzt irgendwie verrückte Fabelpreise, weit gen der 90 oder über 100 Euro. Das haben wir ja nicht. Ne? Also das ist. Ich sag, bis am Samstag im Weinhandel. Das war's, euer Armin.